ein deutsches Märchen. Das fleißige und das faule Mädchen. Es gab einmal ein Haus in einem weit entfernten Dorf. Ein Haus, in dem ein Mann und eine Frau lebten. Beide hatten jeweils eine Tochter aus ihrer vorherigen Ehe. Die Frau liebte ihre Tochter sehr. Sie gab ihr neue Kleider zum Anziehen und bat sie nie, irgendwelche Arbeiten zu erledigen. Ihre Tochter wurde so sehr faul. Sie saß den ganzen Tag herum und tat nichts anderes, als sich selbst zu bewundern. Andererseits behandelte die Frau ihre Stieftochter sehr schlecht. Warum sitzt du hier? Steh auf und mach das Haus sauber! Aber Mutter, ich habe erst heute Morgen das Haus aufgeräumt. Diskutier nicht mit mir. Tu einfach, was ich sage. Ja, Mutter. Die Frau ließ sie die ganze Arbeit machen und doch beschwerte sich das Mädchen nie. Sie machte immer wieder die gleiche Arbeit und wurde nie müde. Ihr Vater beobachtete alles. Sein Herz schmerzte wegen seiner Tochter, aber er konnte nichts tun. Mit der Zeit war er zu schwach geworden und wurde krank. Meine süße Tochter, es tut mir so leid. Ich kann dir nichts geben. Nein, Vater, es muss dir nicht leid tun. Du hast mich mein ganzes Leben lang geliebt und umsorgt. Jetzt bin ich an der Reihe, mich um dich zu kümmern. Ich werde arbeiten und viel Geld verdienen. Dies ist eine schwierige Zeit für uns. Es wird bald vorbei sein. Die Frau hatte alles heimlich mitgehört. Warum habe ich nicht daran gedacht? Ich sollte sie rausschicken und sie bei einer reichen Familie arbeiten lassen. Ich werde sie wegschicken, um Geld zu verdienen. Und was sie verdient, wird mir gehören. Ich und meine Tochter werden dann das Leben haben, was ich immer wollte. Du hast recht. Dein Vater ist sehr krank, weißt du? Und dann gibt es noch andere Ausgaben. Warum gehst du nicht raus und arbeitest bei einer wohlhabenden Familie? Du kannst eine gute Dienerin sein. Wie kannst du es wagen? Warum schickst du nicht stattdessen deine Tochter? Oh, das würde ich. Aber du weißt ja, dass sie sich immer Sorgen um ihre hübschen Hände und ihre kleinen Füße macht. Sie wird ihre Schönheit verlieren, wenn sie arbeitet. Außerdem ist deine Tochter sowieso nicht so schön. Es schadet nicht, sie arbeiten zu schicken. Dann ist es entschieden. Morgen früh wirst du abreisen, um bei einer wohlhabenden Familie Arbeit zu finden. Oh, was weiß ich schon von Schönheit? Du musst nicht arbeiten, mein Kind. Nein, Vater, ich will arbeiten. Nichts geschieht, wenn wir unsere Pflichten vernachlässigen. Mach dir keine Sorgen, du hast mich gut erzogen. Ich weiß, dass meine Anstrengungen eines Tages belohnt werden. Am nächsten Morgen war das Mädchen bereit zu gehen. Sie wollte bei einer wohlhabenden Familie arbeiten. Ihre Stiefmutter gab ihr für die Reise weder Essen noch Wasser mit. Aber das machte dem Mädchen nichts aus. Pass gut auf dich auf, mein Kind. Und denk daran, sag niemals Nein zu jemandem, der um Hilfe bittet. Und sei fleißig, was immer du tust. Tu es von ganzem Herzen. Ja, ich werde daran denken, Vater. Und die Tochter ging. Sie ging von Berg zu Berg, aber sie fand nichts. Sie ging tagelang, sah aber niemanden. Und doch verlor sie die Hoffnung nicht. Sie erinnerte sich an das, was ihr Vater ihr gesagt hatte. Sag niemals Nein zu jemandem, der um Hilfe bittet. Und sei fleißig. Was immer du tust, tu es von ganzem Herzen. Im Moment muss ich mich darauf konzentrieren, Arbeit zu finden. Das ist es, was ich tun muss. Und ich werde es vom ganzen Herzen tun. Egal wie lange es dauert, ich werde nicht aufgeben. Etwas weiter vorne stieß sie auf einen sprechenden Baum. Er war völlig vertrocknet. Hallo, Mädchen. Scheint so, als würdest du irgendwo hingehen. Wirst du mir helfen, meine trockenen Äste loszuwerden? Als Gegenleistung werde ich es dir danken. Oh, natürlich. Das Mädchen kletterte nach oben und brach alle Äste mit ihren Händen ab. Sie hörte nicht auf, bis der Baum vollständig von trockenen Zweigen befreit war und bereit war, neue Blätter und Früchte zu produzieren. Der Baum dankte ihr und das Mädchen ging weiter. Ein wenig später fand sie einen sterbenden Weinstock.
Gleich daneben befand sich ein seltsam aussehender Spaten. Der Weinstock sprach zu dem Mädchen. Hallo! Willst du in der Nähe meiner Wurzeln flügeln? Als Gegenleistung werde ich es dir danken. Das Mädchen nahm den Spaten und fing an zu graben. Sie grub und grub, bis sie nicht mehr konnte. Oh, deine Hände müssen wehtun. Das ist okay. Sie werden heilen. Du warst in Not und ich musste dir helfen. Der Weinstock dankte ihr und das Mädchen ging weiter. Ein wenig später stieß sie auf einen kaputten Ofen und er rief ihr zu. Kleines Mädchen, wirst du mich sauber machen und mich ordentlich machen? Als Gegenleistung werde ich dir danken. Das Mädchen sah, dass der Ofen viele Risse hatte. Sie dachte eine Weile nach. Dann brachte sie etwas Schlamm mit und mischte ihn mit ihren Füßen. Dann benutzte sie diesen Schlamm, um alle Risse zu bedecken. Der Ofen war nun so intakt wie eh und je. Ich danke dir, aber deine Hände und Füße sind schmutzig geworden. Das ist schon okay. Ich kann sie mit etwas Wasser reinigen. Du warst in Not und ich musste dir helfen. Das Mädchen ging weiter. Etwas später stieß sie auf einen beschädigten Brunnen und er sprach zu ihr. Oh, hallo! Wirst du das alte Wasser herausnehmen und mich ordentlich machen? Als Gegenleistung werde ich es dir danken. Das Mädchen holte das ganze abgestandene Wasser heraus und schrubbte den Brunnen sauber. Oh, deine Kleider sind alle ruiniert. Das ist schon okay. Ich kann sie waschen. Du warst in Not und ich musste dir helfen. Der Brunnen dankte ihr und das Mädchen ging weiter. Ein wenig später hörte sie eine süße kleine Stimme. Es war ein Hund. Der Hund war mit Schlamm übersät und hatte lange Haare. Würdest du mir meine Haare stutzen und mich im Fluss baden? Als Gegenleistung werde ich es dir danken. Und das Mädchen tat das auch. Der Hund sah jetzt glücklich und gesund aus. So bedankte er sich bei dem Mädchen. Das Mädchen wusch sich am Fluss und ging weiter. Bald wurde es dunkel. Sie stieß auf ein Haus. Dort lebten 7 Feen. Tut mir leid, dass ich euch störe. Aber es ist dunkel draußen. Kann ich hier übernachten? Wo willst du denn hin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ist das so? Warum arbeitest du nicht hier? Es gibt 7 Räume. Du musst alle 6 Zimmer jeden Tag reinigen. Aber denk daran, niemals den 7. Raum zu betreten. Bist du einverstanden? Oh, ich bin so dankbar. Ich danke euch. Ich werde tun, was ihr sagt. Genau so hat es das Mädchen getan. Sie wachte jeden Tag auf und machte alle 6 Zimmer sauber. Sie sah nie in den 7. Raum. Ein Jahr verging und das Mädchen hatte genug Geld verdient. Sie wollte zu ihrem kranken Vater zurückkehren. Bevor du gehst, sag uns, warum warst du nicht neugierig auf den 7. Raum? Hm? Mein Vater lehrte mich, immer meiner Pflicht zu folgen. Solange ich hier arbeitete, war es meine Pflicht, euch zu gehorchen. Wir freuen uns über deine Ehrlichkeit, Kind. Dein Fleiß hat uns beeindruckt. Komm mit mir. Es ist Zeit für deine Belohnung. Die Feen brachten das Mädchen in den 7. Raum. Da drinnen gab es jede Menge Gold- und Silbermünzen. Geh und roll dich über diese Münzen. Was auch immer an dir klebt, gehört dir. Das Mädchen tat, was sie verlangt. Sie rollte sich auf dem Haufen von Goldmünzen und dann auf dem Haufen von Silbermünzen. Sie strahlte wie ein Stern, als alle Münzen an ihr klebten. Sie winkte den Feen zum Abschied. Auf dem Rückweg fand sie den Hund, den sie gebadet hatte. Der Hund hatte jetzt lange Perlen statt Haare. Komm, Mädchen, du hast mir geholfen, als ich in Not war. Komm und nimm dir so viele Perlen, wie du willst. Das Mädchen wickelte die Perlenketten um ihre Hände, Beine und den Hals. Sie dankte dem Hund und ging dann weiter. Etwas später fand sie den Brunnen, den sie gereinigt hatte. Komm, Mädchen! Du hast mir geholfen, als ich in Not war. Komm, nimm Wasser und lösche deinen Durst. Dort standen viele Krüge in der Nähe des Brunnens für Reisende. Das Mädchen nahm einen Krug, füllte ihn mit Wasser und trank nach Herzenslust.
Sie dankte dem Brunnen und ging dann weiter. Etwas später fand sie den Ofen, den sie repariert hatte. Komm, Mädchen, du hast mir geholfen, als ich in Not war. Komm, iss dieses frische Brot und den Kuchen. Also aß das Mädchen so viel, wie sie wollte und nahm welche für ihren Vater mit. Dann dankte sie dem Ofen und ging dann weiter. Ein wenig später fand sie den Weinstock, den sie versorgt hatte. Komm, Mädchen, du hast mir geholfen, als ich in Not war. Komm und trink diesen Traubensaft. Und so trank das Mädchen so viel, wie sie wollte und nahm etwas für ihren Vater mit. Sie dankte dem Weinstock und ging weg. Etwas weiter fand sie den Baum, dem sie geholfen hatte. Der Baum war grün wie immer und trug frische Birnen. Komm, Mädchen, du hast mir geholfen, als ich in Not war. Komm und ess diese frischen Birnen. Und so aß das Mädchen so viel, wie sie wollte und pflückte einige für ihren Vater. Sie dankte dem Baum und ging weiter. Als sie nach Hause zurückkehrte, war sie froh, ihren Vater zu sehen. Er war nicht mehr krank und wartete an der Tür auf sie. Sie rannte zu ihm und umarmte ihn fest. Als die Mutter kam, war sie schockiert, als sie den Mann gesund und die Tochter wohlhabend sah. Denn sie war von Kopf bis Fuß mit Gold, Silber und vielem mehr bedeckt. Der Vater und seine Tochter ignorierten die Mutter und gingen hinein. Die Stiefmutter erkannte, dass ihr Mann ihr nichts mehr geben wird. Sie rief sofort ihre Tochter und bat sie, sich nach einer Arbeit in einer wohlhabenden Familie umzusehen. Hör zu, du! Du musst mehr verdienen als sie. Ich glaube an dich. Sie hat Perlen bekommen. Du wirst mir Rubine besorgen. Die Tochter winkte zum Abschied und begann zu laufen. Sie war nicht lange gegangen, als sie auf einen Baum stieß, der völlig ausgetrocknet war. Der Baum bat sie, seine trockenen Äste zu entfernen, als Gegenleistung für eine gute Tat. Ist das dein Ernst? Ich werde meine sauberen Hände und meine hübschen Füße für deine getrockneten Äste nicht verschmutzen, egal was passiert. Und so ging sie weiter. Etwas später stieß sie auf einen sterbenden Weinstock, der sie aufforderte, in der Nähe seiner Wurzeln zu graben, um eine gute Tat zu verbringen. Unter dieser brennenden Sonne? Ich werde meine sauberen Hände und meine hübschen Füße nicht für deine sterbenden Wurzeln verschmutzen, egal was passiert. Und so ging sie weiter. Etwas später stieß sie auf den kaputten Ofen, der sie bat, ihn im Gegenzug für eine gute Tat zu reparieren. Ich werde meine sauberen Hände und meine schönen Füße nicht verschmutzen, egal was passiert. Etwas weiter stieß sie auf einen Brunnen, der sie bat, sie im Gegenzug für eine gute Tat zu reinigen. Ihr seid eine Quelle des Wassers. Mach dich selbst sauber. Ich werde meine schönen Hände und Füße nicht verschmutzen, egal was passiert. Wieder etwas weiter stieß sie auf einen Hund, der sie bat, ihn im Gegenzug für eine gute Tat zu baden. Aber das Mädchen lief weg und schrie, dass sie ihre sauberen Hände und ihre schönen Füße nicht verschmutzen wird, egal was passiert. Wieder etwas später kam sie zu einem Haus und fragte, ob sie über Nacht bleiben könne. Es war das Haus der sieben Feen. Genau wie zuvor boten ihr die Feen an, dort ein Jahr zu bleiben und alle sechs Zimmer zu reinigen. Aber denk daran, betrete nicht den siebten Raum. Das Mädchen stimmte zu. Jeden Tag wachte sie auf und putzte alle sechs Zimmer. Aber bald wurde die Neugierde stärker und sie betrat den siebten Raum. Drinnen war es dunkel und anstelle von Gold- und Silbermünzen gab es Frösche und Honigbienen. Sie haben sie so sehr gestochen, dass sie überall blaue Flecke bekamen. Ohne auf die Feen zu warten, rannte das Mädchen aus dem Haus. Auf dem Rückweg fand sie den mit Perlenketten bedeckten Hund. Sie lief ihm hinterher, um sich ein paar Perlen zu schnappen, aber der Hund war weg. Etwas weiter fand sie den Brunnen, den sie sich geweigert hatte zu reinigen. Als sie sich nach unten beugte, um einen Schluck Wasser zu holen, verschwand das Wasser. Etwas weiter fand sie den Ofen, den sie sich geweigert hatte zu reparieren. Es gab frisches Brot und Kuchen in der Nähe, aber als das Mädchen versuchte, das Brot zu berühren, verbrannte sie sich die Hände. Etwas weiter fand sie den Weinstock, wo sie sich geweigert hatte zu pflügen. Sie war sehr durstig, aber der Weinstock ließ sie nicht trinken. Etwas weiter fand sie den Baum, dem sie sich geweigert hatte zu helfen. Er war voll mit grünen Blättern und frischen Birnen. Aber als sie versuchte, die Birnen zu erreichen, wurde der Baum größer
und sie kam nicht heran. Das Mädchen ging dann wieder fort. Zu Hause stand ihre Mutter vor der Tür und hoffte, Gold und Rubine zu sehen. Aber ihre Tochter war mit blauen Flecken bedeckt und ihre Kleider waren ganz schmutzig. Seht ihr jetzt? Faulheit zahlt sich nicht aus. Nur ein demütiges und ehrliches Herz wird belohnt werden. Ihr habt keinen Platz mehr in diesem Haus. Ihr müsst gehen. Die Stiefmutter und das faule Mädchen verließen das Haus. Der Vater und seine fleißige Tochter aber lebten daraufhin glücklich bis ans Ende ihrer Tage.